Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute habe ich zu Gast in meinem Wohnzimmer Lars Thompson. Danke. Ein renommierter Zukunftsforscher. Vielen Dank, dass du da bist. Es gibt einen Podcast des Smarter E und dafür haben wir gerade eine Folge aufgenommen. Die verlinke ich euch unten. Da könnt ihr auch noch weitere Fragen beantwortet bekommen, die wir gerade eben besprochen haben. Wann hast du eigentlich mal vorhergesehen, dass du Zukunftsforscher wirst? Schon ganz früh. Na, vorhergesehen nicht, ich habe es hinterher kapiert. Weil ich bin aufgewachsen in einem Haushalt in Hamburg und meine Mutter war Kindergärtnerin. Mhm. Immer darauf erpicht, dass wir unsere Fantasie, unsere Kreativität und die Neugier, die ein Kind nun mal hat, nutzt, um uns auszudenken, wie unsere Welt, in der wir leben wollen, sein soll. Und mein Vater auf der anderen Seite war Bauingenieur und hat nur daran geglaubt, was man wirklich bauen kann. Er hat immer gesagt, Luftschlösser bauen, das können viele. Man muss es am Ende auch berechnen können, das muss in physikalischen Grundlagen berechnen. Und da mussten wir immer beweisen, dass diese Zukunftsvisionen, die wir da hatten, auch irgendwie umsetzbar sind. Da hat sich das verbunden dann. Da, genau. Und Zukunftsforschung ist im Grunde genommen genau das. Du brauchst auf der einen Seite schon Fantasie und Kreativität und Neugier, um dir Dinge vorzustellen, die es noch nicht gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man aber eben auch beurteilen können, ist das plausibel oder ist das ein totale Wolkenkuckucksheim? Sowas wie die Corona-Pandemie, hast du sowas auch vorher gesehen? Das ist nicht der Fokus, worauf wir bei Future Matters achten. Wir schauen nach technischen und ökonomischen Logiken und Umbrüchen, also wie dynamisch entwickelt sich eine neue Technologie, wann die diesen Durchbruch oder Tipping Point, nennen wir das, also diesen Punkt erreicht, an dem sie auf einmal besser ist als das, was wir bislang als Problemlösung genommen haben. Kürzlich hat Mercedes den Avatar oder AVTR, wie auch immer, vorgestellt. Ja, genau. Ein futuristisches Auto, was nur eine Studie ist, glaube ich. Aber wo, da sitzen nur noch zwei Leute drin, keiner fährt mehr. Ist das so? Ist das Science Fiction oder stellst du dir das so vor in 10 Jahren oder, wie du lieber sagst, 520 Wochen? Also ich habe den Wagen gesehen, als er in Las Vegas auf dieser CES vorgestellt wurde und ich war etwas schockiert. Allein auch aufgrund der Tatsache, dass Mercedes sagte, also wir haben die Entwicklung dieses Autos, DreamWorks war das, also einem Filmemacher überlassen und nicht einem Autohersteller. Wo ich dachte, naja, Mobilität verändert sich im Moment sehr, sehr stark. Und es ist nicht nur die Frage, welchen Antrieb wir zukünftig haben werden, wobei die Frage ist eigentlich schon geklärt. Also ich glaube, dass mittlerweile die Letzten zugeben müssen, dass der Verbrennungsmotor jetzt nicht auf die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte die präferierte Antriebsform ist. Aber es kommen gerade mit dem Thema Autonomie, also dass Fahrzeuge zunehmend selber fahren können, bis hin zu dem Punkt, wo wir fahrerlose Fahrzeuge haben, die uns einfach Mobilität bereitstellen. Ja. Wir sind noch aufgewachsen, wenn wir Musik hören wollten, mussten wir irgendwas besitzen, also einen Tonträger. Mhm. Und dann mussten wir uns sehr genau Gedanken machen, wo haben wir die denn? Nehmen wir die mit in Urlaub oder ist die jetzt am Auto und kann ich die hier abspielen? Aber wir mussten physisch einen Tonträger besitzen, um eine ganz kleine Auswahl der Musik, die es da draußen gibt, dann hören zu können. Ja. Meine Tochter, die ist 19, die ist eben aufgewachsen in einer Zeit, wo sie ein Spotify-Abo hat und Papa bezahlt das. Und wenn die hört, Ariana Grande hat ein neues Album, dann 3 Sekunden später ist das da und sie spielt das. Und die denkt auch nicht mehr drüber nach, wenn ich im Urlaub bin, was nehme ich jetzt mit oder sowas. Jetzt stell dir vor, Mobilität funktioniert genauso wie Musik. Wir brauchten früher Autos und das musste dort stehen, damit wir dann jederzeit damit mobil sein konnten, ja. Aber sobald wir etwas haben, wo du auf den Knopf drücken kannst und es kommt zu dir, es bringt dich dorthin, wo du willst, du musst keinen Parkplatz suchen, du zahlst wahrscheinlich weniger als für ein Busticket für diese Fahrt, wenn du nach Konstanz hier irgendwo reinfährst, dann verändert sich die Mobilitätsindustrie enorm und genau diese Umbrüche, die sehen wir jetzt und die passieren unserer Meinung nach schneller, als viele Leute das für möglich halten, also noch in den nächsten 500 Wochen. Aber werden die Leute bereit sein? Es ist ja auch viel Statussymbol bei Autos. Das ist eigentlich das größte Hindernis. Das ist keine technische Frage, aber du hast bestimmt trotzdem eine Meinung dazu. Das ist ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, wo du sagst, werden die Leute das machen? Die Frage ist, wie viel Prozent der Leute werden das machen? Und klar, es wird bestimmt auch in 10 Jahren noch Leute geben, die sagen, komm, ich gebe gerne irgendwie 30 oder 60 oder 100.000 Euro aus, um mir so ein Fahrzeug dahinzustellen und kümmere mich um Winterreifen und Sommerreifen und Wartung und Ölwechsel und Steuern und Versicherung und ein Kratzer, ach du meine Güte. Oder drücken die auf den Knopf und gerade in den Ballungszentren, sagen wir mal 50% sagen, nö, Auto brauche ich nicht. Ich habe jederzeit auf Knopfdruck diese Mobilität und die ist besser und billiger, als wenn ich es selber vorhalten würde. Und das sind natürlich 50% ist für eine Industrie schon... Das wird viel verändern. Ja.
Die Frage Elektromotor ist klar, hast du gerade gesagt, aber ob Wasserstoff oder Batterie, da mache ich jetzt einen Cliffhanger drauf, das müsst ihr euch auf The Smarter E-Podcast, den ich unten verlinke, anhören in diesem Podcast. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist eben mit den Akkus, die Recycling-Frage. Lösen wir das Problem in den nächsten 600 Wochen? Also zum einen ist es tatsächlich so, dass der Akkubedarf enorm steigt. Die meisten Menschen, die derzeit noch kein Elektroauto haben, die haben ungefähr so 500 Gramm Lithium-Ionen-Akkus in ihrem täglichen Leben. Da ist ein bisschen in so einem Smartphone drin, das sind so 30 Gramm ungefähr drin, 35 beim iPhone. Ein Tablet hat ungefähr so 55 bis 60 Gramm, ein Laptop hat 180 Gramm Lithium-Ionen und dann hast du noch ein bisschen was irgendwo hier in der Bohrmaschine oder so. In dem Moment, wo du dir ein ID3 oder ein i3 oder ein Model 3, also einfach nur um bei den Dreiern zu bleiben, in die Einfahrt stellst, brauchst du 500 Kilogramm Batterien. Von 500 Gramm auf 500 Kilogramm ist tausendmal so viel. Eine Batterie besteht in der Hauptsache aus Metallen: Kupfer, Aluminium, Magnesium, Kobalt, Nickel, und dann ja noch ein bisschen Elektrolyt. Wir müssen Rohstoffkreisläufe machen, denn diese Metalle kann man zu einem sehr großen Anteil, 95, 98%, wiederverwenden. Und selbst wenn eine Batterie tot ist, nimmst du diese Materialien, brauchst eine neue Batterie und die ist wieder wunderbar. Niemand würde, wenn wir jetzt Eisenbahnschienen nehmen, sagen, komm, jetzt sind die abgefahren, schmeißen wir einfach weg. Sondern die werden eingeschmolzen und dann werden neue draus gemacht. Und genau das Gleiche müssen wir mit den Akkus eben auch machen. Müssen wir oder wird es? Wird auch, weil diese Rohstoffe, die werden auch nicht billiger. Also die sind schon sehr wertvoll und wenn du im Moment für eine Batterie von so einem Elektrowagen zwischen 10.000 und 20.000 € bezahlst, also viel kostet eine Batterie letztendlich in der Herstellung, dann sind die Hälfte davon einfach Rohstoffkosten. Also, und die wegzuschmeißen, totaler Blödsinn. Also derjenige, der immer neue Rohstoffe an den Rohstoffmärkten einkaufen muss, bezahlt wesentlich mehr als ein Hersteller, der seine alten zurücknehmen kann, die alten Batterien, und dann nur die Hälfte für eine neue Batterie bezahlt, weil er die Rohstoffe nicht am Markt kaufen muss. Werden alle in 10 Jahren Arbeit haben? Werden alle Arbeit brauchen? Oder geht es eher in so eine Richtung Grundeinkommen und der Staat kann eigentlich alle ganz gut versorgen? Also bei Future Matters, wir sind 11 Zukunftsforscher, die in dem Verbund arbeiten und ich glaube, 10 von denen sind absolute Fans vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil wir eben derzeit sehen, es gibt eine Spaltung der Gesellschaft. Also nicht nur in Deutschland, sondern fast in jeder Volkswirtschaft sehen wir derzeit, also die Kluft zwischen Arm und Reich, die zieht oder hat mittlerweile eine Spannung, die dann eben auch Populismus und andere Dinge einfach sehr, sehr stark fördert. Wir werden, wie du schon richtig vermutest, Arbeit neu definieren müssen. Ich meine, arbeiten wir im Moment oder machen wir einfach ein nettes Gespräch? Oder wenn ich dir am Wochenende kurz eine Idee schicke per WhatsApp, ist das jetzt Arbeit oder nicht? Man kann das nicht mehr so genau in dieses Korsett reintun, wie wir das früher hatten. Und darum, in den 2020er Jahren wird sich unser Verständnis von Arbeit, also was Präsenz angeht, was Man wird nicht mehr seine Zeit für Geld verkaufen. Richtig. Also man wird eher Talent verkaufen und ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgeht. Im Gegenteil, es gibt mehr Innovation und mehr Veränderungen als je zuvor. Und es wird weiterhin Menschen brauchen, die das machen. Aber wir werden nicht mehr in diesen klassischen Schemen so arbeiten. Was mich so beschäftigt, wenn ich in die Zukunft schaue, hat man jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen. Die Leute sind zu Hause geblieben. Die eine Hälfte hat angefangen zu meditieren, sich Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. Die anderen haben Netflix geguckt, Fernsehen geguckt, virtuelle Welten in sich reingesaugt. Wie sieht's aus? Werden die Menschen klüger? Finden sie den Sinn im Leben oder werden sie von den Medien komplett aufgefressen? Wir haben diese sozialen Netzwerke, wir haben Wikipedia oder irgendwelche Nachschlagewerke. Wir können uns praktisch mit jedem Menschen auf der Welt vernetzen, der uns etwas bringen kann. Also wir lernen ständig dazu, wir können schlauer werden, wir können uns weiterentwickeln. Aber natürlich sehe ich auch, dass viele Menschen, die haben eher Angst vor der Zukunft und lenken sich dann eher ab. Und darum kann ich nur ermutigen, dass die Leute neugierig sind und diese Medien zu ihrem Vorteil einsetzen. Wir können viel lernen und wir dürfen viel lernen und wir haben tolle Gelegenheiten dazu. Absolut. Was machst du in 300 Tagen? Wochen. Ich hoffe, dass ich dann schon so einen Haushaltsroboter habe oder einen persönlichen Roboter und Assistenten, der mir ganz viele Dinge abnimmt, wozu ich keine Lust habe.
im Haushalt. Ich glaube auch, dass in 300 Wochen schon der Punkt da ist, dass wir mit Computern oder mit unseren Geräten im Dialog sprechen. Also ähnlich wie wenn du einen guten Freund oder eine persönliche Assistentin, einen persönlichen Assistenten hast, mit dem du lernst. Innovationen, die Leute gemacht haben, die wurden nie verordnet, dass Leute irgendwie gesagt haben, du musst jetzt aber ein iPhone nehmen, ja? Oder du musst jetzt irgendwie mit dem Auto fahren, anstatt ein Pferd zu reiten oder irgendetwas, sondern das waren immer Angebote von Erfinderinnen und Erfindern. Elektromobilität kann nicht verordnet werden durch eine Regierung gegen den Willen der Menschen. Es braucht Produkte, die so klasse sind, dass wenn die Leute nach einer Probefahrt aussteigen und sagen, das will ich, das ist so gut, das macht so einen Spaß. Und dann funktioniert es auch. Und darum brauchen wir viele Erfindungen, viele Innovatoren, Leute, die mutig sind, ja, und die Dinge besser machen, als sie bislang sind. Prima. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal in den nächsten 300 Wir sehen uns in der Zukunft, das ist sicher. Vielen Dank, Lars Thompson. Alles klar. Wenn ihr was Danke. über ihn und seinen Future Matters erfahren wollt, schaut unter www.future-matters.com. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, liked dieses Video und kommentiert gerne unten, was ihr ansonsten sehen und hören wollt auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Visa Dad.